Wir spielen Mansion und da ist schon wieder ein... Super! Wir spielen Mansion, zack, tot. Hey Leute! Kommt zurück zu einer neuen Folge Minecraft Monday. Heute spielen wir Trouble in Terrorist Town. Los geht's! Und zwar ist die erste Map, die wir heute spielen wollen, Baby Room. Ich bin der erste Innocent. Oder zum ersten Mal Innocent. Ich bleib auf jeden Fall bei dem Detective in der Nähe. Ja, was ich noch kurz sagen wollte, stimmt auch wieder ab für euren nächsten Spielmodus oben rechts in der Ecke. Das hat letztes Mal auch wieder super geklappt. Ja, waren richtig viele Votes mit dabei und je mehr Votes, desto spannender ist es doch. Und vergesst nicht, heute Abend um 18.30 Uhr kommt ebenfalls eine Folge TTT, aber Garry's Mod Style. Nicht Minecraft Style, sondern Garry's Mod Style. Ah, da ist schon mal ein Traitor. Ich bin's nicht. Hilfe, 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 Hilfe hinter uns. Ich gehe schnell hier in den Tester. Dann kann ich nämlich nicht getötet werden. Aber da draußen geht ganz schön die Lucifer ab. Sehe ich gerade. Ah, das ist geil, diese TNT-Pfeile. Also diese Creeper-Pfeile, die sind auch ganz nice. Oh Gott. Super. So, nächste Runde. Wir spielen Mansion und da ist schon wieder ein... Super. Wir spielen Mansion. Zack, tot. So, nächste Runde. Ich habe mich jetzt gleich mal hier versteckt in der Ecke, dass ich nicht wieder 5 Sekunden nur in einer Runde bin. Wir sind doch diesmal Traitor, also wir können auch mal in den Shop gehen. Ich würde euch den Shop gerne mal zeigen. Und zwar, wir spielen Minecraft City, ne, die Map, in den Shop. Und hier kann man sich halt verschiedene Sachen holen. Die sind natürlich am geilsten, diese Creeper Arrows. Die kriegst du natürlich nur, wenn du einen Bogen hast, ne. Schieße Pfeile und spawne Creeper an der Stelle, an der die Pfeile aufkommen. Das kann man kaufen, das Radar kann man sich kaufen. Aber ich kaufe mir erstmal die Creeper Arrows. Und die Map heißt Minecraft City. Ich hatte früher auch mal ein Projekt, das hieß Minecraft City. Habe ich aber nach 10 Parts wieder beendet, weil ich einfach zu übermütig war und mir zu viel aus dem Projekt gedacht habe und ich einfach zu viel vorhatte. Aber, na gut, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht Test. Ich gehe bestimmt nicht in den Traitor-Tester. Da wäre ich ja hein blöd. Ich mach mal was anderes. Ich versuche mal was anderes. Ach, das kenne ich doch auch, die Map. Die gibt's auch in Garry's Mod. Die meisten Maps gibt's auch in Garry's Mod. So. Pass mal ob hier. So, ich mach einfach mal so. Mal gucken, was passiert. Oh, guck mal, da oben sind meine Kollegen schon zur Sache gegangen. Ja, ist aber scheiße, dass hier gerade ein Detective ist. Der Detective wird den Trader jetzt wahrscheinlich töten, oder? Ach nee, guck mal, wir haben nur noch 2. Alright, okay. So, ich würde gerne... Ah, fuck, jetzt habe ich... Das ist jetzt natürlich scheiße. Jetzt habe ich natürlich leider keine Creeper-Arrows mehr, aber ich habe noch normale 27 Pfeile. Der ist da unten hingegangen. Da ist einer. Oh. Da ist noch jemand. Ah, scheiße, mit den Pfeilen ist das immer ein bisschen blöd. Ah, ich habe aber einen. Sehr gut. Weil du brauchst, glaube ich, maximal nur zwei Hits mit dem Pfeil. Dann bist du eigentlich down. Guck mal, da oben. Eins. Der scheint das Spiel noch nicht verstanden zu haben. Eins. Das ist noch... Der einzige Inno. Da unten ist noch ein Detective. Ich bin der einzige Traitor noch, Alter. Jetzt wird gerackt. Jetzt wird die Runde richtig gerackt. Ey, pass mal auf. Die haben einfach null Chance gegen mich. Weil ich einfach so gut bin. Na, komm da um die Ecke. Du Flitzpiepe. So, Kollege. Jetzt bist du aber reif für die Insel, ey. Jetzt bist du aber reif. Und da willst du fliehen? Im Leben nicht. Na, komm. Jawoll, ey. Geile Runde. 217 Coins plus 20 Karma. Alter, ich bin... Ich kann's einfach. So, dritte Map Foyer und ich bin schon wieder Traitor. Also heute meint das Spiel ist wieder gut mit mir. Ich kaufe mir gleich wieder diese geilen Creeper Arrows. Die waren richtig geil, die sind richtig nice. Die sind vor allem vorteilshaft, wenn du in so eine Menge reinschießt, ey. Und dann explodieren die einfach. So, hä, was machst du denn da? Ach, jetzt leckt's wieder ein bisschen? Jetzt leckt das wieder ein bisschen, ey. Ich glaub's ja nicht. So, der ist hier schon mal down. Haben die schon einen getötet, einen Traitor? Nee, ich glaub nicht. Ich glaube und ich hoffe es nicht. Und ich hoffe auch, dass hier kein Random Killer dabei ist. Das wäre richtig arschig. Aber hier leckt es jetzt auf der Map. Ha, okay. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil für die Gegner. Ich würde ja auch jemanden gerne töten, wenn ich... Oh, wenn es denn nicht lecken würde. Ich schieße einfach hier. Ach so, fuck. Ich habe gerade meinen eigenen Mann angeschossen, ich Idiot, ey. Aber geil, wir haben schon wieder gewonnen. Das war auch eine schnelle Runde. Und deswegen hängen wir noch... Wir hängen noch eine Runde, hängen wir noch hinten dran. Come on. Komm, eine Runde geht noch. So, die letzte Map für heute ist Seestadt. Und ich bin Innocent. Schade aber auch. Okay, wir haben zwei Detectives. Mal gucken, wie die Runde wird. Jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Aber die Runde ist jetzt schon geil. Oder die Folge ist jetzt schon geil, weil ich zweimal Traitor war und wir zweimal die Runde einfach gerackt haben. Also, von daher ist das jetzt nur nochmal so eine Zugabe. Und, ja. Dann wollen wir mal schauen.
Jetzt ist natürlich blöd, du kannst jetzt natürlich nicht auf Teufel komm raus gleich die Leute killen. Obwohl, warte, den schon. Den kannst du schon töten, weil das sieht ganz stark danach aus. Oh, es leckt auch, ey. Wie gut, dass es nicht leckt. Oh, ich habe einen Trader getötet. Geil, aber ich werde wahrscheinlich gleich selber sterben. Oder? Ja, guck mal, da hinten, der ist Smiley. Der sieht schon so aus. Fuck, ey, wenn es nicht laggen würde. Wenn es nicht laggen würde, das wäre so geil, ey. Lieber Gommes-Server, ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr diesen Server mal zum Laufen bringen würdet, ey. Wirklich. Jetzt muss ich wieder hoch, sonst sterbe ich. Nein, ich sterbe. Bitte nicht sterben. So, zack, jetzt hau ich ab. Jetzt hau ich ab, weil es sind nur noch 4 Leute da und ich befürchte, die 3 Trader sind noch da. Ah, oh, ach so. Das wusste ich nicht. Halt, stopp. Nicht. Hoch, jetzt hat's geleckt. Ich wollte gerade sagen, ey, er hat nochmal gerade aufgehört, aber dieser Smiley-LP, der würde mich wahrscheinlich töten, oder? Ich habe das Beste versucht. Ich konnte nichts machen, weil es geleckt hat. Super, echt. Super Gommes-Server, klasse. Super, dass du nicht mal eine einzige Folge leckfrei ausgekommen bist. Nicht mal eine einzige Folge hat dieser Scheiß-Server hingekriegt, leckfrei zu sein, ehrlich. Das ist doch lächerlich. Wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Jetzt schauen wir mal hier oben. 22 MS ist ja eigentlich ganz gut. So, 20.000 Slots. 20.000 fucking Slots, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ihr geldgeilen Wichser, ey. Ganz ehrlich, ihr habt doch jetzt bestimmt schon genug Geld durch die ganzen Premium-Leute. Dann würde ich sagen, ihr müsst die Slots einfach mal erweitern. Auf 40.000 mindestens. Das würde locker noch nicht reichen, weil es gibt bestimmt mehr als 40.000 Leute, die gerne gleichzeitig drauf spielen würden. Aber der Gommes-Server denkt sich, oh, pff. Ey, mehr Kohle. Je weniger Slots, desto mehr kaufen sich Premium, desto mehr Kohle haben wir. Ey, davon muss das Serverteam bezahlt werden, davon muss der Server bezahlt werden. Ey, die neuen geilen Spielmodi, die wir da erstellt haben. Jetzt hier Bed Wars Beta mit neuen Items. Na, ich weiß ja nicht, ob die sich da nicht ein bisschen übernehmen. Naja, gut, das soll es gewesen sein mit der Folge Minecraft Monday. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, stimmt für den nächsten Spielmodus ab. Oben rechts geht's aufs i. Und vergesst nicht, heute Abend gibt's nochmal TTT, aber Garry's Mod. Ne, um 18.30 Uhr, wie gewohnt. Also, danke fürs Zuschauen, schönen freien Tag noch. Heute ist der 1. Mai und bis dann. Ciao.